Da sind wir, Freitag, letzter Handelstag. Was für eine Woche und was für Dinge, die wir hier auch für die nächste Woche auf der Uhr haben. Aber mehr dazu gleich später. Zunächst erstmal, guten Morgen zusammen. Hier auf Zoom und äh, Facebook läuft ja der Stream entsprechend live auf. Da ticken wir Seite hier auch auf der Seite der Investorschule. Auch da natürlich mal einen guten Morgen hin. Ich weiß ja, da schauen auch mittlerweile immer mehr Leute zu. Ich bin auch am Arbeiten, dass wir das Ganze zukünftig auch live auf YouTube streamen. Das wird noch ein bisschen dauern, die ganzen technischen Voraussetzungen da so zu schaffen, dass das alles sauber läuft. Aber Guys, das wird kommen. Da freue ich mich auch drauf. Da ist auch gut zu sehen, dass da Nachfrage da ist. Von der Seite her auch Dankeschön für das Interesse daran. Macht einfach Freude, hier über diese Art und Weise zu kommunizieren. Wir schauen heute, wir sehen es da hinten schon stehen. Nächster Kursrutsch im Schweizer Franken japanische Yen zu erwarten. Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Da schauen wir mal hin. Auch hier eine schöne Wechselsituation. Das sehen wir nachher gleich dazu. Habe ich noch Australdollar japanischer Yen auf der Uhr und wir schauen mal. Ähm, auf, jetzt muss ich mal kurz gucken, Silber habe ich mir hingeschrieben, aber ich dachte, ich hatte Gold im Hinterkopf, aber wir gucken nachher mal live. Live ist live, das kriegen wir hin. Natürlich auch die ein oder andere Wunschfrage. Dann gucken wir mal, was die Indizes so machen. Die sind ja weiterhin im Korrekturmodus, aber wie schon gesagt, da auch alles noch. Im grünen Bereich. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Zeiträume man sich anschaut. Deswegen, das muss man immer so ein bisschen gemischt sehen. Wir hatten ja diese Woche auch den Kommentar, jetzt geht so richtig der Druck nach unten im SP 500, wo ich mir gesagt habe, okay, für mich ist das alles ganz normal an dieser Sache. Aber das war natürlich auch der Blick in mein eigenes Portfolio und auf die großen Trends. Ähm, Im kleinen haben wir das ja auch besprochen. Im intraday-Bereich ist das was ganz, ganz anderes. Ne? Da sind ein paar Punkte nach unten hin ja schon etwas, wo man ordentlich Geld verdienen kann, wenn man es im kurzfristigen Bereich einfach anpackt. Und deswegen ähm, das heute mal so ein bisschen mit dran. Wie schon gesagt, äh, hier an dieser Stelle gerne äh, die ein oder andere Frage. Hier kriege ich auch schon. Die Meldung bin von 9 Uhr Hause Haus. Ähm, klasse. Ähm, äh, einfach Norbert, wenn, wenn, wenn Lust da ist, die Aufzeichnung anschauen, die stelle ich ja dann direkt auch in YouTube hoch. Und ansonsten, äh, wie schon gesagt, Frage hier mit rein. Und na klar, <laughs> jetzt kriegt man es hier. Meine Ankündigung zum Öl ist auch natürlich gekommen. Ich habe ein bisschen was zum öl spezial vorbereitet, zumindest mal so ein paar, Wo äh, paar Worte. Zur fundamentalen Seite. Das wird jetzt nicht ewig lang dauern, aber es, es greift halt so in ganz viele verschiedene Facetten auch mit rein und die besprechen wir heute mal. Da kommt es auch so ein bisschen zu dem Thema Inflation, Wirtschaftsentwicklung, zukünftige Aufstellung. Also da ist einiges dabei, was man hier sehen muss, aber wir sehen momentan die Rallye im Öl und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind hier schon länger dabei auf der Long-Seite im Öl und der Ölpreis wird halt immer wieder durch wirtschaftliche Daten befeuert momentan. Und deshalb geht der ab wie eine Rakete durch die Decke. Und ich freue mich für all diejenigen, die hier auch mit dabei sind, ein Stück das Ganze begleitet haben. Also es ist auf alle Fälle ein fantastischer Markt, der uns gute Trading-Chancen an dieser Stelle mit bietet. Bevor wir hier äh, sozusagen reingehen in die Details, natürlich zunächst der Risikohinweis. Ich bitte wie immer äh, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen auf C äh, Entschuldigung, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das haben wir und damit können wir dahin gehen, wo wir immer sind an dieser Stelle, nämlich zu den Nachrichten. Und da gucken wir natürlich zuerst auf das, was wir heute haben. Ein paar Nachrichten sind da. Es ist eine riesen Latte an Nachrichten auch gewesen heute. Ich habe mich deswegen mal auf die mit zwei Sternen Fokussiert. Die Einzelhandelsumsätze bei den Briten im Januar waren grottenschlecht. Gut, das wundert nicht. Covid-19 lässt grüßen. Wir kriegen 9:30 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Hier rechnet man eher äh, mit schlechteren Ergebnissen. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen: Die Zukunft ist das, was wichtig ist. Und da schauen die Unternehmenslenker schon ein bisschen besser hin. Wir haben ja gestern auch gesehen, äh, was beispielsweise oder diese Woche auch gesehen, was bei den Zahlen von deutschen Unternehmen auch kam. Zu zum Beispiel äh, Thema ähm, ähm, wirtschaftliche Produktionskapazitäten und Verkauf, beispielsweise bei den Automobilherstellern Daimler, ähm, ist gar nicht so schlecht unterwegs. Ne? Jetzt haben wir Zahlen von der Allianz bekommen, die waren auch nicht so übel ähm, und die gucken auch ein bisschen positiver mittlerweile in die Zukunft. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viel, ähm, was hier durchaus positiv zu vermelden ist. Auch wenn man mal schaut, Wata beispielsweise hat auch ähm, Zahlen gebracht, wo das Geschäft wirklich auch ordentlich gelaufen ist, da sieht man auch das Thema Batterien, auch für die Elektromobilität. Da gab es ja auch Förderungen seitens des Bundes. Also da ist wirklich sehr, sehr viel im Gange in diese Richtung, wo man auch merkt, es bessert sich so einiges und das wird dann auch in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen. Gut, wer sich beispielsweise mal den Chart von Watte anguckt, äh, der, die sind gut geschrieben und haben die Zahlen brutal abverkauft. Ja, Cell ja That's it, guys. Aber das passiert und das wirkt sich natürlich auch auf die Indizes auch aus. Und wenn wir da mal schlechtere Nachrichten haben, ähm, die gab es natürlich diese Woche auch im DAX bei Nachrichten. Das zieht natürlich etwas nach unten oder auch bei den US-Indizes, das merkt man dann natürlich schon. Und das sind dann die korrektiven Phasen. Gestern zum Beispiel eine große Sache äh, in, in, in Amerika als Walmart. Ähm, dem hat man deutlich mehr zuerkannt. Äh, die sind natürlich, haben nicht so schöne Zahlen gebracht äh, und die haben dann den Dow- äh, ein ganzes Stückchen mit unter Druck gebracht, weil ich glaube, die haben gestern irgendwo um 6% im Minus geschlossen. Und das ist natürlich eine Größe, die den Dow nicht ohne weiteres unbeeinflusst lässt. Und deswegen, da merkt man das. Und das ist so das Zusammenspiel, wo ich hier an dieser Stelle auch immer sage, es reicht eigentlich für das kurzfristige Trading, wenn man sich so ein bisschen die Charttechnik anschaut, aber wer es richtig machen möchte, der braucht schon ein bisschen mehr Zeit, um entsprechend auch sowas mit einzubeziehen und auch solche Dinge ähm, mit zu verarbeiten und in die eigenen Trading entsprechend mit einzubauen. Deswegen gucken wir uns auch immer diese Zahlen hier an dieser Stelle an. Ne? So, nun zurück zum heutigen Tag. Wir waren bei 9.30 Uhr, Einkaufsmanager-Index in Deutschland. Von den Briten gibt es um 10 Uhr auch den Einkaufsmanager-Index hier, den gesamten fürs verarbeitende Gewerbe und auch für die Dienstleistung. Aus den USA gibt es wichtige Nachrichten zum Häusermarkt, Verstehende, äh, Verkäufe, bestehende Häuser stehen hier um 16 Uhr auf der Uhr. Dann etwas sehr, sehr Wichtiges, der geldpolitische Bericht der FED. Das kann auch immer deutlich bewegen noch in die Märkte Bringen beziehungsweise in den US-Dollar. Kann sein, muss nicht, hat aber drei Sternchen. Deswegen sollte man das immer so ein bisschen im Hinterblick haben. Und dann heute Abend natürlich, wen das interessiert, die CUT Reports, also. Die, die, diese Daten um die Futures bzw. die Bewegung der großen Händler in den Future-Kontrakten werden dann heute Abend entsprechend auch noch mitgegeben. Das zu den Nachrichten für den heutigen Tag an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir machen hier mal an diesem Punkt noch ein bisschen weiter mit den Nachrichten. Mal kurz der Rückblick über die aktuelle Handelswoche. Mal davon abgesehen, dass China ein Großteil der Woche nicht da gewesen ist, haben wir Zahlen bekommen, die durchaus. Ja, hier ein paar grüne Punkte zeigen, aber das Thema Arbeitsmarkt in den USA, beispielsweise, das war schon eine echte Belastung. Aber fangen wir mal von oben an. Eine sehr, sehr schöne Überraschung war das Thema der Konjunkturerwartungen in Deutschland. Und das ist das, was ich gerade auch gesagt habe. Die aktuelle Lage ist zwar nicht so prägnant, nicht so prickelnd, äh, sehr prekär, sehr angespannt, das ganze Thema. Aber wenn wir uns mal die Konjunkturerwartungen anschauen, dann sehen wir, dass wir erstens deutlich besser sind als bei der letzten Umfrage und zweitens auch deutlich über den Analystenerwartungen gelegen haben. Die haben nämlich einen Rückgang von 61,8 auf 59,6 erwartet und wir sehen es hier tatsächlich, war es der Wert von 71,2. Das ist schon mal eine sehr, sehr positive Geschichte. Verbraucherpreise in ähm, ähm, in äh, Großbritannien, ähm, das war auch eine, 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 eine Sache, die ist hier grün und das sehen wir, leichte Anstiege, ja, aber äh, ich glaube, die große Überraschung hatten wir hier ähm, bei uns ähm, in äh, den deutschen und europäischen Zahlen, dass da die Inflation, äh, ich, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, um die 1% gewesen ist, ähm, äh, rückblickend ähm, auf das letzte, steht jetzt hier, glaube ich, gar nicht drinnen, ähm, aber das war schon mal ein Achtungszeichen. Also das heißt, das Thema Inflation kommt jetzt so langsam, ähm, aber sicher an dieser Stelle mit rein. Ansonsten, wie schon gesagt, was haben wir diese Woche noch gehabt? Die Notenbanken waren da ähm, mit ihren Begleittexten und so weiter und so fort. Äh, das ist da. Das hat auch, äh, sage ich mal, äh, ja an den Märkten nicht ganz so viel Bewegung reingebracht. Wir sehen es ja Euro, US-Dollar. Der ist, äh, sage ich mal, in einer gewissen Schwankungsbreite äh, entsprechend auch gefangen. Es ging da auch ein ganzes Stückchen nach unten, aber so richtig ist da noch keine Entscheidung entsprechend getroffen worden. Die Erzeugerpreise in den USA für den Monat Januar, die sind deutlich angestiegen. Man hat hier einen, einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet, tatsächlich waren es 1,3. Die Einzelhandelsumsätze, die haben auch ordentlich zugelegt im Januar. Da sieht man, dass Geld ausgegeben wird. Ähm, also das ganz klar, ganz klassisch. Das ist pro Wirtschaft, das ist auch gut für das Bruttoinlandsprodukt in den USA. Und das kann sich de derzeit auch deutlich, deutlich, so rum <laughs> deutlich ähm, auf die auf die Bilanz der Deutschen auswirken, denn Deutschland, na, Export nicht mehr Weltmeister, da hat uns jetzt China mal überholt, ähm, aber wenn da die Geschäfte gut laufen, dann hat das natürlich in der Regel auch Auswirkungen auf den deutschen Export, so wie es auch in China ist. Wenn es da gut läuft, hat das Auswirkungen auf den Export. Haben wir gestern auch gesehen bei Daimler. Die fokussieren auch viel Geschäft in China. Das gleicht den schlechten Automarkt in Europa aus. Also, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und solche Zahlen sollten immer schön positiv sein. Ansonsten, gestern die Baugenehmigung in den USA deutlich angezogen. Super. Da fließt Geld rein. Da wird Geld ausgegeben. Da werden die niedrigen Zinsen genutzt, um zu bauen. Das ist eine gute Geschichte. Der Fili fed herstellungsindex naja, der ist zwar grün, aber das war nicht so schön, die Zahl. 26,5 war der letzte Bericht. Jetzt war es ein Rückgang auf 23,1. Solange wieder kein nachhaltiger Trend nach unten wird, ist das auch okay. Aber wie schon gesagt, die Analysten haben weniger erwartet und deswegen ist die Zahl hier grün. Also das Ganze so hinterlegt. Öl massiv abgegangen. Minus 2,429 Millionen Barrel sind erwartet worden. Tatsächlich waren es minus ähm, 7,258 Millionen Barrel, die hier auf Vergleich der Vorwoche ähm, gefehlt haben. Also da sieht man, die Nachfrage nach dem Öl ist schon da und das ist das Thema der wirtschaftlichen Erholung an dieser Stelle auch. Die Wirtschaft wächst wieder langsam und die braucht dann natürlich auch mehr, ähm, mehr, mehr Öl sozusagen und das Ganze wird sich auch in den nächsten, sage ich mal, Wochen und Monaten weiterhin steigern, weil die Wirtschaft fährt zu so langsam ähm, wieder hoch und das darf man auch nicht vergessen. Wenn wieder alles ganz normal läuft, dann wird auch der Kraftverkehr wieder deutlich mehr brauchen. Das heißt, es reisen wieder viel mehr Menschen, es fahren viel mehr Menschen mit dem Auto durch die Gegend. Das geht ja momentan alles nicht. Das wirkt sich dann im Großen auch schon auf die Verbräuche entsprechend mit aus. Das mal der Nachrichtenüberblick für die aktuelle Woche. Und dann schauen wir uns noch für die nächste Woche die Zahlen an. Montag ist geplant, IFO Geschäftsklima-Index. Dienstag äh, kriegen wir von den Briten. Die, die Arbeitslosenzahlen und die Einkommen. Wir bekommen den Verbraucherpreisindex in der EU. Wir bekommen das Confluence Board Verbrauchervertrauen aus den USA. Am Mittwoch bekommen wir das BIP in Deutschland plus die Verkäufe neuer Häuser Am in den USA. Am Donnerstag kriegen wir viel aus den USA. Auftragseingang für langlebige Güter ist gut und wichtig. Ne? Langlebig heißt, ich kaufe das nur, wenn ich auch davon ausgehe, dass ich es langfristig brauche. Wenn ich wirtschaftlich unsicher bin, kaufe ich natürlich das nicht. Das BIP kriegen wir aus den USA und die Verkäufe, die schwebenden Hausverkäufe, äh, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das bekommen wir quasi in der nächsten Woche auf die Uhr und damit schalten wir jetzt rüber zu den Charts. Ich sehe auch, wir haben noch ein paar ähm, Fragen noch gekommen. Der Nasdaq wird nachgefragt hier und dann bekommen wir Silber auch noch mal. Und der DAX natürlich auch. Wie schon gesagt, Silber habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, ist neben kan dollar Schweizer Franken, nein, Schweizer Franken, japanischen Yen und Austral-Dollar, japanischen Yen heute auch mit auf der Agenda hier. Äh, das Ganze natürlich direkt live in den Charts. Und damit, äh, ja, bringe ich jetzt auch mal die Charts in den Vordergrund hier an dieser Stelle und schalte mal um. Auch in Zoom bringe ich das Ganze mit rüber. Zack, so, jetzt sieht jeder den großen Bildschirm an dieser Stelle. Und ja, wir blicken. Ähm, zunächst allerdings erst einmal auf das Währungspaar Schweizer Franken, japanischer Yen. Hier übrigens noch kurz im Hintergrund der Euro. Das ist das, was ich auch gesagt hatte hier an dieser Stelle. Das ist jetzt, was wir hier sehen, die Ausweitung der korrektiven Phase. Ähm, nach oben hin. Das ist dieses, naja, ich sage ich mal, ich will es jetzt nicht geplänkel nennen, aber es ist halt einfach diese, diese schwierigen Umkehrphasen. Geht es nun hoch? Geht es nun runter? Wie läuft der Markt? Wir sehen hier eine steile Korrektur zum steilen Abverkauf. Ich glaube, die nachhaltige Entscheidung, die wird noch ein bisschen auf sich warten lassen im Euro. Und es ist halt auch viel Platz, bis die Entscheidung fällt. Ne? Oben das Hoch bei knapp 1,21,90 muss weg. Dann ist der Abwärtstrend gebrochen. Dann haben wir die Umkehr auf Wochenbasis, dass es wieder hochgeht. Oder aber wir fallen tatsächlich unten drunter unter die 1,1952. Dann haben wir Fortsetzung vom Abwärtstrend. Also hier wird einiges sein, was wir noch ein bisschen zu beachten haben. Dazu später allerdings noch ein bisschen mehr, weil das hängt natürlich viel mit dem US-Dollar zusammen. Aber jetzt wollen wir uns mal zumindest kurzzeitig ein bisschen vom US-Dollar lösen. Und wir blicken mal auf das Währungspaar Schweizer Franken japanischer Yen. So, ist gleich da. Ich muss es nur kurz finden. Schweizer Franken, japanischer Yen. So, Suche, Suche. So viel offen hier. Euro, Schweizer Franken. Ich hätte wetten können, ich hatte es vorhin offen. Ich habe es wahrscheinlich zugemacht. Kein Problem. Machen wir ein neues Fenster auf. So, wo ist er denn? Schweizer Franken, japanischer Yen. Da. Wunderbar. Einmal schön in groß gemacht das Ganze. Und dann blicken wir mal auf die aktuelle Verortung hier. Das Ganze wie immer zunächst erstmal im Tageschart zu sehen. Ähm, denn hier ging es ordentlich zur Sache. Tageschart, ganz klar. Aufwärtstrend ist da, sollte jeder gut erkennen. Ähm, wartet mal, ich habe ich hab das Fenster. Guckt mal hier, da ist er doch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zack. Da. Ha, Mensch, wer doch gelacht? Also, hier, guckt es euch an. Absolut aufwärtstrend. Wunderbar. Aber Hollo. Was war hier los am Mittwoch? Ein Rutsch ohne gleichen Zack vom Jahreshoch bei 118,86 Bumm runter bis in den Auffangbereich um die 117,75. Man kann gut erkennen, dieses Auffanglevel hier ist ein sehr, sehr wichtiges an dieser Stelle. Das ist auch ohne Probleme ausweitbar noch ein Stück nach hinten hier. Guckt euch das mal an. Das Level, das war historisch gesehen ein wichtiges Level. Und dass wir dort eine Gegenwehr bekommen, ähm, ist ein gutes Zeichen, dass die Bullen weiterhin intakt sind. Ne? Das heißt, was wir hier jetzt bekommen haben, ist ganz klar eine ordentliche Korrektur mit Schmackes runter mit einem Schub bis in den Auffangbereich. Hier wieder Kaufstärke reinzubekommen, kann durchaus eine sehr, sehr positive Geschichte sein. Aber, und jetzt muss ich noch mal kurz aufs Aber kommen, denn. Trotz aller Chancen, die wir jetzt von unten raus haben, ohne Probleme erstmal wieder hochzulaufen, bis auf die 11886, dürfen wir eine Geschichte nicht vergessen. Und das ist das, wo ich sage, möglicherweise sehen wir jetzt bei vielen Währungen so einen Weitlauf oben rein. Und wenn wir da mal schauen, was hier passiert ist auf Wochenbasis, guckt euch mal diese Kerze an. Das ist eine heftige Abverkaufskerze auf der Wochenbasis. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenraffe. Dann sehen wir, in welchem wichtigen Bereich wir da oben stehen. Also, diese Zahl da oben, äh, die 118, 85 bis 90 oben rein, das ist schon ein ordentlicher Bereich, der hat schon Aussagekraft und wir sind in diesem Drehbereich schon häufig zum Erliegen gekommen ähm, in der Aufwärtsrichtung und da ist sie. Das ist jetzt wirklich das ganz, ganz Wichtige. Sollte es der Markt schaffen, das Zwischenhoch hier rauszunehmen, dann sieht die Lage ganz anders aus. Dann ist viel, viel Platz zur Oberseite da, ne? Viel Luft zum Entfalten. Alles gut. Das ist alles wirklich in Ordnung. Aber und jetzt kommt das Aber und deswegen schauen wir uns das Ganze mal noch mit der mit der kurzsichtigeren Brille an an dieser Seite. Der Aufwärtstrend ist intakt, alles gut, wir sind in einem guten Auffanglevel drinnen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz äh, gleich in dem 4-Stunden-Chart anschauen, werden wir auch gute Chancen auf der Oberseite sehen. Doch eins dürfen wir nicht vergessen. Kommt es hier zur Fortsetzung der Abwärtssequenz, dann haben wir auch die Unterseite zu beleuchten. Und da sehen wir zunächst mal mit Blick in den Tageschart rein. Dass der nächste größere Auffangbereich tatsächlich erst hier unten am Zwischentief bei 116, naja, ich sag mal so knapp um die 60 liegt. Da ist viel Luft rein und das ist viel Luft für das Thema, erste einmal korrektiver Phase zur Unterseite hin. Und da wird es halt interessant, äh, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen hier im Chart der vier Stunden. Da mache ich mal die Trenderkennung auch rein äh, und zwar die kleinere hier an dieser Stelle. Und da kann man nämlich gut sehen. Das hier unten war der Auffangbereich und da ist der Markt schön nach oben getrendet. Alles schön. Wir sehen aber auch, dass dieser Aufwärtsarm hier der letzte. Der ist rausgenommen worden. Ne? Also, der Trend ist definitiv nicht mehr intakt. Interessant war es natürlich, wo der Auffangbereich war, in dem Level, was ich angesprochen hatte. Das ist halt auch ein Level, was hier äh, in diesem Chart durchaus ein sehr, sehr relevantes Level an diesem Punkt ist. Jetzt wird es aber interessant, denn man sieht es hier an dieser blauen Linie. Diese blauen Linien kommen immer dann rein, wenn der Markt noch trendlos ist. Und da stehen wir jetzt tatsächlich vor einer sehr, sehr entscheidenden, äh, ähm, sag ich mal, Situation. Denn. Wenn wir es schaffen, hier oben drüber zu laufen, über diesen Punkt hier, wartet mal, ich mache mal kurz das in einer blauen Farbe, dann äh, ist es tatsächlich so, dann haben wir hier eher wieder die Aufwärtsrichtung da. Das heißt, dann ist das nur ein einmaliger Abverkauf gewesen und der Markt nimmt trendig wieder den Weg nach oben auf. Da ist jetzt noch nicht die Frage beantwortet, ob es hier oben zur Trendfortsetzung kommt oder der Markt eher wieder rumdreht, aber. Was wir halt sehen, wir haben tatsächlich Potenzial zur Oberseite rein. Und wenn wir uns mal anschauen, wo die nächsten Anlaufpunkte liegen, das wäre dann zunächst mal hier durch diese starke Abwärtsdynamik, dieser Ausbruchsbereich, dieser Bruchbereich hier oben, um die 118, naja, 47 bis 50 rum. Und dann, wenn man sich diesen Bewegungsarm hier nach unten mal anschaut, da müssen wir mal kurz in den 15-Minuten-Chart gehen, da sieht man es ein bisschen besser. Ähm, dann natürlich hier die Zwischenhochs im 15-Minuten-Chart, ne? also hier. Dort grob 118.60 und hier der kleinere Drehbereich, wo die Abwärtssequenz eingeleitet wurde, mal im Drehbereich um die 118.70. Das sind die Marker, äh, die wir hier entsprechend auch sehen. Wer sich das kleine Chartbild mal anschaut, man sieht natürlich hier, wir sind jetzt ausgebrochen aus dieser, dann sage ich mal, Korrektur, aus diesem leichten Korrekturkanal. Ähm, und da wird es jetzt halt wirklich entscheidend, geht es oben drüber? Wenn ja. Dann haben wir tatsächlich bei Kursen über 118 die Chance, weiter nach oben zu laufen. Und man sieht halt hier auch in diesem kleineren Bereich äh, um die 118, 26, 25 hier, das ist auch nochmal ein Drehbereich, ein Anlaufbereich, den man in diesem kleinsten Chartbild auch sieht. Ähm, das wäre mal ein interessanter Bereich. Läuft es wie schon gesagt drüber, ist der Weg nach oben gut planbar. Fallen wir aber von dieser 118 wieder ab, dann ganz klar. Dann wird es interessant, was passiert hier unten. Kriegen wir in den 15 Minuten den Gegentrend zur Unterseite, sprich das dafür. Dass der Markt hier eher in den vier Stunden auch den Abverkauf fortsetzt, das heißt den Ausbruch aus dieser korrektiven Flagge zur Unterseite hin bestätigt, weil das wäre dann Schwäche. Und dann sehen wir natürlich ganz klar den Weg nach unten und die kleineren Anlaufpunkte hier bei Kursen unter dem Zwischentief von 117,67. Das sind dann schön wieder die Swing Lows hier. Und da haben wir die 117, knapp 48 hier dieses Swing Low. Am Ausbruchsbereich hier zur Trendbildung um die 117.35 und hier unten dann der Drehpunkt um die 116.91. Und dann stehen wir schon hier an diesem initialen Level, wo der Markt so deutlich hochgelaufen ist, bei 116.58. Grob, das sind die, die Zwischentiefs hier in diesem Level, was wir hier in etwa sehen. Das ist der Blick in die Währung, Paarung Schweizer Franken, japanischen Yen. Wir bleiben äh, beim japanischen Yen. Und zwar diesmal in der Konstellation Austral oder Yen. Und die Geschichte sieht weiterhin wirklich äußerst bullisch aus. Ich zeige auch direkt warum. Schaut euch das mal an. Wir haben hier tatsächlich im laufenden Aufwärtstrend. Ich mache es gleich mal noch ein bisschen größer, keine Sorge. Im laufenden Aufwärtstrend, den wir hier drinnen haben, haben wir eine bullische Konsolidierung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und was wir auch feststellen können ist, schaut mal hier oben, da oben, diese Marke, die wir hier drüben sehen, das ist der Drehbereich hier, die 82, ein paar eine 20. Wenn die überschritten wird, ist der Weg frei auf die 83, naja. 87, 88, was wir hier oben mal suchen, da ist viel, viel Luft noch oben drinnen, auch wenn man konstatieren muss, dass wir hier auch weit, weit, weit gelaufen sind, aber wir sehen, der Markt ist halt momentan so stark, deswegen the trend is your friend um, and the trend will uh, last until uh, the trend will end. Das ist der Weg, der zur Oberseite hin offen ist, das sehen wir und diese bullische Konsolidierung, die wir hier oben sehen, die ist wirklich... Sehr, sehr, sehr gut. Das bedeutet an dieser Stelle wenn wir das mal etwas größer machen wollen, hier haben wir schön den Trend nach oben laufen und das, was wir hier drüben sehen, ich lösche mal kurz diese Zahl raus, das ist sozusagen die hohe Flagge äh, in der Währung und diese hohe Flagge haben wir definitiv auf der Oberseite drauf ähm, und wenn die nach oben hin verlassen wird, wäre das tatsächlich die Konsolidierung auf hohem Niveau mit bullischer Auflösung und da geht es dann definitiv zur Oberseite raus. Man muss diese Flagge natürlich auch immer sehen, es kann zum Ausbruch nach unten kommen, da muss man schauen, wo Anlaufmarker sind. Der nächste Anlaufpunkt wäre dann mal mit Sicherheit, wenn wir uns den Tageschart ja anschauen, äh, dieses Kauflevel hier, als wir schön oben ausgebrochen sind, um die 81. Das wäre mal ein Rücksetzer nach unten hin, aber momentan sieht es so aus, als wenn der Markt wirklich sehr, sehr stark zur Oberseite raus will. Äh, und das sehen wir auch. Moment, kleinen Augenblick. Wir machen mal ganz kurz hier ähm, den Finwitz-Chart auf und gucken uns mal schnell die Futures noch mit an hier an dieser Stelle. Also wenn wir da mal kurz die Currency Futures anschauen wollen, was der Yen macht, was der Australdollar macht. Wo haben wir hier? Der Australdollar ist wirklich sehr, sehr bullisch. Er steht hier ähm, kurz davor, die Trendfortsetzung zu generieren an dieser Stelle. Also hier das Ganze schön nach oben mit rauszunehmen. Und dann haben wir halt ganz klar die Situation, dass der Australdollar schwerer wird. Und wenn der Australdollar schwerer wird, äh, das sehen wir hier oben, kann man das schön sehen, das Bild vom Australdollar. Ich hoffe, man kann es im Video gut erkennen. Schöner Aufwärtstrend, der hier da ist. Und beim Yen haben wir eher die Abwärtsrichtung. Und damit sehen wir einen starken Austral-Dollar, einen schwachen Yen. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Wenn der Austral-Dollar quasi stärker wird, schwerer wird, dann drückt es die Preise hier nach oben hin. Man muss quasi ähm, mehr dafür zahlen, um einen Austral-Dollar zu bekommen. Und das schiebt die Kurse nach oben. Und wenn der Yen dann gleichzeitig auch noch schwächer wird, dann packt das natürlich hier kräftig zu und der Markt kann nach oben ausbrechen. Hochinteressant, was wir hier an dieser Stelle auch mit sehen. Das der Blick äh, in das Währungspaar austral dollar japanischer yen und dann als nächstes der Blick in den Silberpreis an, diesen, äh, ja, an, diesem, an dieser Stelle. Denn schon interessant, was hier zu sehen ist, äh, was Silber macht. Äh, ich sag mal mal so <laughs> im, im großen Bild. Haben wir hier natürlich weiterhin. Die große Frage, wann entscheidet sich denn der Markt endlich mal äh, für eine wirkliche Richtung? Denn wir haben hier tatsächlich äh, ganz, ganz klar äh, hochvolatile Märkte momentan. Und wir haben äh, hier eine Marke mit äh, der 26,75, die immer wieder gesucht wird. Ähm, und wir merken halt an dieser Stelle auch, dass da durchaus Orders im Markt mit drin liegen, äh, die auch automatisiert mit ausgelöst werden. Ne? Wenn man das mal sieht hier. Gestern oder beziehungsweise heute der Rutsch unten drunter und dann direkt wieder der Aufverkauf. Das ist schon äh, gar nicht so einfach, weil man sieht auch hier oben bei Kursen äh, über 27,60, äh, da wird die Luft wieder dünne. So, und das ist jetzt dieser große Schwungbereich, den wir hier an dieser Stelle haben, äh, wo man sagen kann, okay, im großen Bild, was haben wir? Wir haben im großen Bild natürlich hier. Im längeren einen Aufwärtstrend. Die Übertreibung gab es oben rein bei 30,09. Äh, das haben wir gesehen. Dann der massive Abverkauf. Und jetzt pendelt der Markt so ein bisschen hier um diesen wichtigen Drehbereich. Also hier die 26,75. Wen das Ganze aus charttechnischer Sicht für die Long-Seite tatsächlich interessiert, ähm, da sieht es so aus, müssen wir wirklich erst hier oben drüber. Also wir müssen hier über dieses höhere Level, über die 27,60 drüber. Dann haben wir gute Chancen, die Aufwärtssequenz fortzusetzen und diese oberen Level mit heranzugehen. Aber was wir halt sehen hier auch in der letzten Zeit, wir haben immer wieder fallende Tiefs. Und wenn wir uns da mal kurz den kleineren Trendverlauf anschauen wollen, ähm, dann sehen wir das Ganze auch. Hier, wir haben hier nach diesem starken Abwärtsrutsch eine Aufwärtskonsolidierung bekommen, wieder stark über die Marke von 26,75. Seitdem laufen wir immer wieder oben drüber. Wir bekommen aber oben immer Druck rein und unten sind wir jetzt erstmals drunter gerutscht. Die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt, ist, was passiert? Setzt sich diese kleine Abwärtssequenz fort? Ha? Haben wir hier die Gegenbewegung, die kann durchaus hier oben reinlaufen, bis in den Bereich um die 27. Was haben wir hier oben? Um die 27,50. Wenn es dann äh, sozusagen drüber geht, dann haben wir die Oberseite wieder definitiv da. Setzt sich die ganze Sequenz allerdings zur Unterseite hin fort, dann müssen wir uns eher mit den Tiefs beschäftigen. Und der nächste tiefe Punkt, den haben wir hier unten um die Marke von 26 US-Dollar. Also, das wird wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie die Handelswoche zu Ende geht. Ähm, möglicherweise bekommen wir hier. Wenn wir uns mal kurz die Woche auch anschauen wollen, hier diese große Schwankungswoche ist halt da, aber möglicherweise sehen wir hier bald weiter fallende Kurse. Das hängt aber alles ein bisschen damit zusammen, wie sich der US-Dollar auch entwickelt und der ist ja momentan, ähm, ja. Irgendwo an einer wichtigen, ähm, ähm, sag ich mal, Stelle auch gefangen. Das schauen wir uns aber gleich noch an. Mit dem Thema Öl schauen wir auch auf das Thema ähm, der, äh, der Währung vom US-Dollar. Und das ist da wirklich ein sehr, sehr wichtiger Fakt an dieser Stelle. Also, das der Blick in Silber für diejenigen, die es im ganz Kleinen traden wollen. Ähm, da nochmal kurz hier für den heutigen Handelstag, der Blick in äh, die kleinste Zeit oder die kleine Zeiteinheit, hier die kleinste, die ich heute besprechen möchte. Und da haben wir. Ganz klassisch hier an dieser Stelle natürlich den entsprechenden 15-Minuten-Chart mal und der ist wie schon gesagt abwärts gerichtet hier. Der Markt ist da. Es dauerte natürlich ein bisschen, aber wenn wir uns mal sehen wollen, ich zeichne es mal, ich skizziere es mal kurz durch hier, was hier entsprechend läuft. Also, wir haben hier den Abwärtstrend da. Hier schaut es, erste Sequenz. So, dann wurde hier entsprechend mit den Tiefs, die hier rausgenommen wurden, der Abwärtstrend gebildet und dann ging es hier. Zur Oberseite hin. Jetzt gab es hier lange Zeit Zappelei und dann ging es halt hier unten bis ins Tief rein. Und jetzt sehen wir hier entsprechend die Gegenbewegung, die wir da haben. Und da wird es jetzt halt interessant zu sehen, was passiert. Denn wir haben natürlich im Kleinen entsprechend Anlauflevel da hier. Diese Bereiche, wie wir sie hier haben, diese Verkaufsbereiche sind dann wichtig. Und wenn es da tatsächlich drüber geht, also wieder deutlich über die Marke von 27 bzw. hier 27,10 rum, dann haben wir hier die entsprechenden Zwischenhochs liegen, bis hin dann zur 2750. Und wenn wir die 2750 rausnehmen, das ist dann schon mal ein deutliches Stärkezeichen. Und dann wird es interessant, was hier oben passiert, denn wir sehen es ja auch hier unten drunter, das Thema der Trends. Es ist hier ein Hin und Her, ne? Hier ging es drüber, dann sofort wieder in die Abwärtssequenz, dann ging es nochmal ein bisschen höher, dann sofort wieder in die Abwärtssequenz. Und da sieht man, der Markt sucht hier klassisch nach einer Richtung, denn immer dann... Wenn man ein solches Kursmuster sieht, hier, ähm, man nennt das eine Trompete äh, oder auch Whipsaw-Markets, ähm, da kann der Markt sich definitiv nicht entscheiden und das ist immer dann äh, häufig auch so, wenn wir unrunde Zeiten haben, wenn der Markt eine Richtung sucht, ähm, wenn wirtschaftliche Veränderungen auch anstehen, das sind Sachen. Die sind dann definitiv da. Aber es ist halt immer schwierig, wenn wir in den Einheiten kleine steigende Hochs haben und fallende Tiefs, dort eine saubere Richtung zu finden. Da braucht es ein bisschen Geduld in der Handelsstrategie. Und dann kann man sowas auch gut traden. Man muss sich halt an den entsprechenden Punkten entsprechend positionieren. Und dann geht es also hier in solchen starken Märkten, wo wirklich so starke Unentschiedenheit da ist, ähm, ist es oft eine gute Idee, sich oben auf die Verkäuferseite zu legen und unten auf die Käuferseite und dann genau hinzuschauen, ähm, ja was entsprechend an den Stellen auch mit passiert. Das wär's quasi zum Silber und damit schwenken wir um. Zu den Indizes. Und da haben wir auch gleich die Frage zum DAX gehabt. Wir sehen den DAX im Abgabemodus an dieser Stelle. Ähm, ich gehe mal ganz kurz hier wieder kurz in die Aufräumphase rein, dass wir den Chart mal ein bisschen sauberer machen. 14.000 Punkte lassen wir mal kurz drinnen hier. Ähm, also wir sehen es. Ähm, die 14.000-Punkte-Marke wurde aufgegeben. Ganz klar, wir laufen hier seit äh, ja, einer geraumer Zeit, wenn wir uns den Tageschart auch mal anschauen wollen, seit äh, Erreichen des Allzeithochs bei 14.189 kommt der Markt nicht so richtig aus dem Knick. Und das ist halt äh, eine Sache, äh, die ist durchaus äh, auch entsprechend der fundamentalen Seite mitgegeben, äh, die wir hier haben. Thema Covid, ja, Thema. Auch Entwicklung der, US, äh, der der Wirtschaft an dieser Stelle. Das sind wichtige Fakten, wichtige Themen, die wir hier da haben. Und ähm, das ist halt wirklich immer dann ein Punkt hier. Deckel drauf, hier unten Auffangbereich um die 13.850 Punkte-Marke. Dieses Hin und Her schwingen, das wird interessant zu sehen sein, weil an den gesamten Rahmendaten hat sich momentan eigentlich relativ wenig verändert. Das heißt, aus fundamentaler Sicht äh, gibt es nicht wirklich einen Grund, dass hier jetzt alles heftigst in sich zusammenbrechen sollte. Da braucht es ein anderes Ereignis dafür. Das heißt, wir wissen momentan ganz klar, die Wirtschaft schaut in die Zukunft. Die Zukunft wird mit den Vakzinen deutlich besser laufen. Man ist sich zwar nicht ganz sicher, ob wir dieses Jahr schon die Normalität bekommen, aber viele Unternehmen haben halt gezeigt, es kann vorwärts gehen, man blickt positiv in die Zukunft. Das ein oder andere Unternehmen blickt mittlerweile schon auf 2022, weil sie halt wissen, okay, 21 wird ein Übergangsjahr, kann schwierig werden, aber es sollte sich mittelfristig bessern. Das heißt, an dieser Seite her gesehen gibt es eigentlich relativ wenig, warum sich die Märkte schlagartig in einen absoluten Bärenmarkt bewegen sollte. Heißt also an dieser Stelle, hier wäre es jetzt wichtig zu sehen, hält die blaue Marke da? Das wäre sehr sehr wichtig zu sehen. Dann haben wir Chancen zur Unterseite rein zu laufen, äh, zur Oberseite weiter rauszulaufen. Bricht sie aber durch, ja? Dann müssen wir einfach schauen, wo es hier hingeht. Denn wenn wir mal sehen, der Aufwärtstrend ist intakt, aber wenn ich mal kurz den kleineren Trend auch noch mit rein mache. Sollten wir hier unten drunter durchfallen, dann haben wir fallende Hochs und fallende Tiefs und das sieht dann erstmal nach Korrektur, Ausweitung zur Unterseite hinaus. Also das wird auch heute sehr, sehr interessant. Sollten wir tatsächlich hier unter das Tagestief drunter laufen, dann müssen wir erstmal sehen, dann ist der Weg natürlich offen bis in diesen Drehbereich hier unten rein, um die 13.650, beziehungsweise wir schauen uns das Ganze mal kurz noch im Stundenchart an dieser Seite mit an, wo wir Anlaufpunkte haben. Und da gibt es halt gar nicht so viel an Orientierung. Marken, die wir da haben, man kann sich hier an diesem Auflauf hier nach oben hin orientieren, wenn ich da mal die kleinere Zeiteinheit reinmache, dann sieht man hier an dieser Stelle schon den Aufwärtstrend auch da und dann haben wir hier halt auch Anlaufpunkte, zum Beispiel hier das Zwischentief um die 13.740, aber dann kommt halt schon die 13.650, wo wirklich viel viel am Markt gearbeitet wurde, also da ist nicht wirklich viel. Wenn es zum Rutsch kommt, wie schon gesagt, ist der Weg halt offen. Erstmal bis 13.740. Und das ist für die Kurzfrist-Trader durchaus eine interessante Geschichte. Aber wir sehen es halt auch hier. Lauf auf hohem Niveau heißt halt wahrscheinlich eher unten Abprall und dann wieder erstmal Richtung Median, Richtung 14.000. Also eine Richtungssuche hier auf relativ hohem Niveau. Und das ist ein Bild. Entsprechend, dass wir auch in den US-Märkten sehen. Und wir haben ja auch schon äh, den NASDAQ als Wunschmarkt gesehen, haben wir auch zweimal bekommen in Zoom und auch auf Facebook. Und deswegen gehe ich gleich auch mal in den NASDAQ rein. Der hat ja gestern ordentlich auf die Mütze bekommen, ähm, wenn man sich mal den Tageschart anschauen möchte. Aber auch hier, wir sehen es immer wieder. Die tieferen Kurse werden zum Kauf genutzt. Und das ist halt was sehr, sehr Wichtiges. Wer sich da übrigens auch ein Bild mitmachen möchte, schaut euch einfach mal auch die Tagesverläufe der Futures an, wie das Ganze so ausschaut und zwar auch ganz klar und wichtigerweise während der Haupthandelszeit und wer das flott machen will, ja, der guckt einfach mal kurz hier auf den äh, auf, auf Finwitz beispielsweise, da sind die Haupthandelszeiten immer oben drauf, ja, ähm, und da sieht man halt, während der Haupthandelszeit sind die Märkte gestiegen, ja, der Dow ist gestiegen, der Nasdaq ist gestiegen, der S&P ist gestiegen, heißt also, die tieferen Kurse wurden allesamt zum Kauf genutzt. Und das ist das, was wir hier sehen. Das darf aber nicht, und das sage ich jetzt mit ganz, ich meine das ernst, was ich jetzt hier sage, ähm, das darf nicht äh, dazu führen, dass man sagt, okay, ähm, die Korrektur ist schon zu Ende. Die ist noch längst nicht zu Ende, weil wir sehen, trotz der Tatsache, dass die US-Händler während der Handelszeit immer wieder aufkaufen, also das ist momentan ganz klar und klassisch bei The Dip, darf man nicht, äh, von, äh, darf man nicht äh, vergessen, wir sind hier mittlerweile mehrfach unter dieses große Ausbruchslevel der 13.606 gelaufen. Ja? Und das zeigt uns schon, dass der Markt doch unentschlossen ist. Und wenn wir jetzt mal schauen, sollten wir unter um das Wochentief drunter fallen, heißt das erstmal, Nächster Anlaufpunkt hier, das kleine Zwischentief um die 13.360. Alles im Rahmen der Korrektur, aber das muss man halt auf der Uhr haben. Im Kurzfristbereich, ja. Im Swingbereich, also für diejenigen, die sich das Ganze auch auf der etwas längeren Ebene anschauen, und da weiß ich, dass wir ja auch viel, viel, viele Zuschauer in dieser Richtung haben, nutzt das Ganze bitte als Chance. Denn die Märkte sind weiter stark aufwärts gerichtet. Und wie schon gesagt, wenn sich an dem wirtschaftlichen Umfeld nicht viel verändert, sollte das auch noch zumindest eine Weile so bleiben. Und was wir hier momentan sehen, ist im Nasdaq auch, das ist ein Korrekturkanal. Und wenn der Ausbruch nach oben kommt, haben wir hier wieder die Chancen, nach oben reinzugehen. Ich spiele dieses Spiel in meinem eigenen Portfolio übrigens mit dem SP 500. Und wenn wir hier oben ausbrechen, wenn wir da rauskommen, dann werde ich die Position auch weiter aufstocken, pyramidieren. Das heißt, den Trend weiter reiten. Und das ist wichtig. Und deswegen schauen wir uns den NASDAQ mal kurz an. Hier in der Korrektur auch. Schaut mal, das ist der Korrekturkanal. Den sehen wir hier. Der ist ganz klar abwärts gerichtet. Was sehen wir noch? Ich skizziere es wieder mit der Hand, damit man nicht durcheinander kommt mit den ganzen Trends, die hier eingezeichnet werden vom Tool, weil das Tool zeigt die kleinsten Zeiteinheiten auch mit. Und da hat man natürlich immer wieder auch die Korrekturen. Abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. So, heißt also, jetzt haben wir hier ganz klassisch den Aufwärtstrend, äh, den Abwärts in der Korrektur. So, und jetzt stellt sich die Frage, schafft der Markt das? Geht er hier oben drüber? Wenn ja, ist das der ganz klassische Ausbruch aus dem Trendkanal mit Beendigung des Abwärtstrends? Dann haben wir den neuen Aufwärtstrend und dann geht es zur Oberseite rein. Das wäre die Long-Geschichte. Ich ziehe das mal ganz kurz ein bisschen weiter hier unten ran. Moment, das muss ich da kurz ein bisschen kleiner machen. So, jetzt, also hier so ein bisschen die Hochs verbinden. Der Ausbruch ist gerade im Gange. Schafft der Markt die Aufwärtstrendbildung? Wäre das sehr, sehr positiv. Und dann haben wir halt wirklich die Oberseite drin liegen. Schaut es mal hier. Wenn wir hier drüber laufen, haben wir einen Aufwärtstrend. Und dann können wir schön die Zwischenhochs mit rausnehmen, die wir hier haben. Grob, ich treffe hier nicht immer die ähm, 13.700 um die 20 rum. Hier oben die 13.700 um die 90. Und dann kann es schon wieder hochgehen hier Richtung Allzeithoch bei über der Marke von 13.900 Punkten. Und wie ich, wir haben ja gesehen, charttechnisch. Aus der letzten Korrektur nach unten ist durchaus damit zu rechnen, dass wir hier Richtung 14.500 laufen. Das ist durchaus die charttechnische Sequenz, die wir nach oben mit begleiten können. Und da werden wir sehen, wo es jetzt tatsächlich hingeht. Bricht der Markt wieder in sich zusammen? Hier. Das Ganze zu sehen, wenn wir unten drunter fallen, ist das dann natürlich Fortsetzung dieser Abwärtssequenz. Und dann haben wir den nächsten Anlaufpunkt hier unten. Schaut mal hier drüben die Marke um die 13.360. Und wenn das dann fällt, ist relativ viel Luft nach unten. Dann haben wir im kleinen hier das Zwischentief um die Marke von knapp 12.980. Und dann haben wir hier die 12.735, was das Low dieser übergeordneten Aufwärtsrichtung ist. Sehr. Spannend hier zu sehen. Und weil ich schon den S P 500 auch erwähnt hatte an diesen Punkten, ähm, <laughs> das ist das gleiche Spiel, was wir hier in dieser äh, ich mal, Sache haben, wie ich das gerade äh, im NASDAQ besprochen hatte. Also, wir sehen es hier. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Hier schaut mal, der ist da. Schön, der letzte Bewegungsarm ist auch ordentlich am Laufen ähm, und wir sehen es auch. Der kleinere Zeitrahmen, der strebt nach oben hin. Ja, jetzt ist allerdings auch wichtig, was wir hier sehen im kleineren Bereich, das Zwischentief, was wir hier unten haben, also. Dieses Level da unten, das ist jetzt ein wichtiger Drehbereich geworden, denn wenn wir uns das mal im Stundenbereich anschauen wollen, wir haben da dann natürlich einen wichtigen letzten Kaufbereich liegen. Ne? Hier unten in diesem Bereich um die äh, 3885 kam immer wieder Kaufinteresse rein. Ne? Das kann man mal schön ein bisschen hier das ist interessant zu sehen, wenn das abverkauft wird, dieses Level, das wäre dann das Paradebeispiel einer Korrekturausweitung zur Unterseite rein. Wenn man dann sich fragt, wo kann es hingehen, wo sind hier Aufkaufbereiche, Supportbereiche, na, dann sehen wir es hier an dieser Stelle ganz, ganz klar. Hier die Marke um die, ähm, was haben wir im Moment? Ich lege einfach mal äh, die entsprechenden Zahlen auch mit rein. Das wäre mal hier der Bereich um die Marke von 3800, um die 65 und dann hier unten das Zwischentief um die 3820-Punkte-Marke. Das sind Anlauflevel zur Unterseite hin. Wenn wir hier runterlaufen, sollte es allerdings hier wieder beide Dip geben und wir laufen im größeren Bereich auch drüber, dann gilt hier das gleiche wie das, was ich gerade oben gezeigt habe. Hier oben, wenn wir hier drüber laufen, über dieses Level, haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend, der dann, sagen wir mal, wenn er hier begründet wurde, sich durchaus weiter nach oben ausdehnen kann hier in diesem Drehbereich um die äh, 3900 35 bis 40 reinlaufen kann und dann schon wieder hier Richtung Allzeithoch, also das ist wirklich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend zu sehen und wir sehen halt auch hier immer wieder Chancen, wo man reingehen kann, schöne Konsolidierungsmuster, die man zum Trading auch mit nutzen kann und das ist natürlich das Interessante, was wir hier an diesen Punkten sehen, wo wir diese Sequenzen mit traden können, also auch hier wieder ein Spannungsumfeld zum Freitag, wo wir im Kurz- als auch im Mittelfristbereich sehr, sehr interessante Anlaufmarker sehen, das also jetzt kriege ich mal noch eine Frage welches Trend Add-on im Stereo Trader hier drin ist das ist das MT -ON Live Signal wer dazu mehr wissen möchte wie man es bekommt bitte mal auf mich komplett zukommen per E-Mail gerne an info-at-investorschule.de oder einfach mal auf Facebook mir eine Nachricht schicken dann kann ich die wichtigen richtigen Informationen direkt auch rüberschicken das Quasi zu dem äh, Paket und wir machen jetzt weiter mit äh, dem Blick noch auf äh, den Dow Jones. Der wird ja auch immer wieder nachgefragt und da kann ich auch sagen, hier ist alles genau wie bei den anderen beiden Indizes auch. Tiefere Kurse werden momentan genutzt zum Kaufen. Das Kauflevel hier, äh, 31.250, ist ein sehr, sehr wichtiges Supportlevel. Und auch hier sehen wir es an dieser Stelle. Die Abwärtssequenz, die Korrektive äh, ist momentan so, so ein bisschen da. Äh, aber wir sehen im Dau halt hier eine ziemlich starke Seitwärtsphase an dieser Stelle. Also hier oben äh, grob der Deckel drauf. Unten ähm, die Unterstützung, also 31.200 und naja, knapp. Knapp 90 ist unten und oben der Drehbereich um die 31.600 und auch knapp 90. Da schwingt der Markt so hin und her. Und auch hier für den Kurzfristhandel sollten wir unten drunter durchfallen. Dann müssen wir uns wirklich damit befassen, nächste Anlaufpunkte zu suchen. Und da haben wir hier drüben die kleinen Spikes liegen, um die 31.200 50 und dann haben wir schon hier. Das Auffanglevel 31.125. Und das kommt dann wohlgemerkt aus dem entsprechenden Tageschart auch mit raus hier an dieser Stelle. Also hier, das hatten wir hier. Ja, ich habe das hier mal gekennzeichnet. Hier was Widerstand. Hier ist es dann Unterstützung geworden. Das sollte eine Marke sein, die durchaus interessant sein kann, auch als Auffanglevel. Aber auch hier die Korrektur, relativ hohes Niveau. Wer sich das Ganze auf Woche mal anschauen möchte, der sieht es halt hier Ausbruch oben rauf und wir bleiben jetzt hier auf einem hohen Level. Also auch hier sieht alles danach aus, als wenn der Markt das spielt, was auch die wirtschaftlichen Rahmendaten sagen. Und das sind die wichtigen Fakten an dieser Stelle. So, jetzt muss ich mal kurz zum Wasserglas greifen. Und dann geht es weiter mit dem Thema, mit dem Thema Öl. Mit dem Thema Öl. Und da bringe ich äh, quasi. Das Öl gleich mal auch auf dem, auf dem, auf den, auf dem Bildschirm rauf hier ähm, an dieser Stelle. Aber ähm, ich glaube, was ich jetzt erzähle, ist äh, nicht ganz so stark äh, wichtig, dass wir uns den Chart jetzt anschauen, sondern... Die Sachen, die jetzt kommen, ähm, haben sage ich mal einen ganz anderen Hintergrund. Das heißt, ich möchte jetzt den Fokus äh, in den nächsten Minuten mal nicht auf die klassische Chart-Analyse verwenden, sondern ähm, auch einen Punkt ähm, anbringen, der fundamentaler Seite ist. Ja? Das ist also die, die sage ich mal, die, eine Analyse oder sich Gedanken darüber zu machen, wie sich ein Markt entwickeln kann. Der hat halt nicht nur was mit den Charts zu tun, weil der Chart wird ja im Endeffekt nur dadurch äh, entstehen oder er entsteht ja nur dadurch, dass Kauf- und Verkauforders entsprechend abgewickelt werden. So. Und Kauf- und Verkauforders sind ja nichts anderes als äh, das Wechselspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Und aus Angebot und Nachfrage wird sich dann ein Preis finden. Ne? Ein schönes Extrembeispiel haben wir gehabt als das WTI. Ähm, mal kurzzeitig unter, äh, unter der Marke von Null war, ja, wo quasi bezahlt wurde dafür, dass man Öl abnimmt. Ähm, da sieht man, was Angebot und Nachfrage haben kann. Ne? Wenn keiner mehr was will, dann fällt halt der Preis auf Null. Oder äh, im schlimmsten Falle wird bezahlt dafür, dass man das Ganze abnimmt. Anomalien, ganz klar, aber das ist mal ein sehr, sehr schönes Beispiel für das Wechselspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Und da in diesem, mit, mit dieser, oder an dieser Stelle quasi äh, möchte ich mal aufbauen zum Thema Angebot und Nachfrage, weil Angebot und Nachfrage ist ja das, was die Preise entsprechend bewegt und was auch langfristige Zyklen miteinander bespricht. Und ähm, wir hatten das Thema mit den langfristigen Zyklen, ich muss mal schauen, ob man es lesen kann. Hier. Wir hatten das Thema der langfristigen Zyklen ja schon mal im Euro-US-Dollar besprochen. Und damals äh, hatte ich auch gesagt, dass diese Zyklen ähm, in den Charts gut erkennbar sind. Beim Euro-US-Dollar war es das Thema, da hatte man so grob über den Daumen Zyklen von 16 Jahren. Wenn wir uns das Öl mal anschauen wollen, beim Öl sieht es ein kleines bisschen anders aus. Das sind die großen Zyklen äh, im Bereich äh, der letzten oder der zwölf Jahre. Ne? Also wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen hier ähm, an dieser Stelle, ich ziehe mal kurz die Charts runter. Deswegen habe ich nach oben jetzt gerade geguckt. Hier ähm, an diesen Punkten äh, Öl. Ich habe jetzt hier mal quasi den Ölchart ähm, im Monatschart äh, rückwirkend bis auf das Jahr. 1983. Ne? Das sind mal so die großen, großen Ölpreisentwicklungen, die wir hier sehen äh, im Hintergrund. Und ähm, das ist hier tatsächlich das Interessante an dieser Geschichte. Also was man hier an dieser Stelle <laughs> entsprechend sieht, ist ähm, die Tatsache, dass wir hier im Ölpreis die Zyklen haben, diese zwölf Jahreszyklen. Das heißt hier ging es eine ganze Zeit lang, naja, erstmal mehr oder weniger seitwärts, immer mal so ein bisschen hoch oder ein bisschen runter. Ähm, aber ähm, die großen, man nennt das die großen, die großen Superzyklen, äh, die gingen so äh, in den letzten 100 Jahren. Ich gehe mal ganz kurz zurück hier, äh, keine 100 Jahre, weil ich ganz einfach die Charts auch nicht davon habe. Aber ähm, wir hatten hier beispielsweise einen Zyklus zwischen 84. Und kann man sehen, ungefähr 96, 97 in diesem Bereich, wo nicht wirklich viel passiert ist. Das ist so der Zyklus, wo man auch sagt: Okay, das sind eher so die Abwärtsphasen. Was kam danach? Danach kam der nächste 12 jahres ne? Und das sieht man hier unten, wo dann, ich sag mal grob, 1998 ging hier der Markt deutlich, deutlich nach oben. Wir sehen das hier hoch, rein, schön stark angestiegen bis hier ähm, 2008. So, das ist der Zyklus gewesen. Der sehr, sehr starke Aufwärtszyklus. Ähm, der ist jetzt entsprechend da und ähm, der war da. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat denn hier dazu geführt, dass äh, dieser Markt so stark angestiegen ist, der Ölpreis. Äh, warum ist der so stark angestiegen? Das hängt. Wenn man sich mal anschaut, diese Longzyklen, also wenn so eine Rohstoffe im Allgemeinen, zum Beispiel auch der Ölpreis ansteigt, dann hat das sehr, sehr häufig was mit mit den, dem ökonomischen Wachstum zu tun. Und da haben wir halt ganz klare Wachstumstreiber auch identifizieren können. Und das waren in den Punkten sozusagen die Emerging Markets und das ist China gewesen. Das waren ganz, ganz klassisch die Wachstumstreiber in dieser Zeit und was wir hier auch haben, wenn wir uns mal ganz kurz das ganze Thema noch mit anschauen, hier ähm, bis Juli 2008, wenn wir da mal ganz kurz auf den, äh, auf den, äh, auf den DX gehen wollen, also quasi auf den ähm, US-Dollar-Index. Moment, kleinen Augenblick. DXY ist das Kürzel hier was man dazu nutzen kann. Ich schalte hier mal, das ist der Monatschart, genau. Äh, wenn wir uns jetzt mal kurz anschauen wollen, ähm, was das Ganze getrieben hat. Hier, wir haben das quasi äh, hoch. Was haben wir hier gehabt? 2002. Also über quasi ähm, längere Zeiten, der ganze große, große Schub nach oben hier. Wartet mal, guckt euch das mal an. Ähm, Februar 2000, nee, das war der Februar 2002. Da haben wir. Hier eine massive, massive Abwärtsrally äh, im US-Dollar gehabt. Und wenn wir das mal kurz mit dem Ölpreis vergleichen, hier, wo das losging, das war 7, 98, 99 hier. 1 und dann ging es hier los. 2. Schaut mal an, diese massive Abwärtsrally vom, ähm, vom, vom US-Dollar hatte auch im Zusammenhang mit der Wirtschaft eine massive Rallye im Ölpreis zur Oberseite rein. Und das ist das Zusammenspiel, was ich an dieser Stelle immer sage: Diese Rohstoffe, die werden im US-Dollar gezahlt. Und wenn der US-Dollar stärker oder schwächer wird, hat das direkte Auswirkung. Wenn man mal alles andere ausnimmt, hat das direkte Auswirkung auf die Preisentwicklung. Das heißt, wenn man alles ausschließt aus, aus an dieser Seite, nur das Zusammenspiel zwischen dem Rohstoff und der Währung mal sieht, dann hat man ganz klar steigende Währung in diesem Moment einen steigenden US-Dollar hat Auswirkungen in dem Sinn, dass die Rohölpreise fallen. Fällt der US-Dollar, dann steigen die Rohölpreise. Das hat man in der Vergangenheit extrem oft entsprechend gesehen. So, was haben wir als nächstes? Dann war dieser Superzyklus hier zu Ende, 2008, und jetzt stehen wir im Jahr 2020. Und wenn man sich mal die vergangenen zwölf Jahre anschaut, im ganz, ganz großen Bild hatten wir hier eher eine ziemlich starke Abwärtssequenz zu sehen. Ja, an dieser Stelle stark nach unten und jetzt sind wir halt im Jahr 2020, äh, 2021 angekommen und der Superzyklus ist also mal an der Zeit, dass er wieder die Richtung wechseln könnte. So, das sind mal so die ganz, ganz groben Annahmen, wo man sich auch ganz, ganz große Bilder mitmachen kann und... Was man halt auch sieht, wenn man mal überlegt, die Tatsache, was hat denn dazu geführt, dass es auch große Abschwünge im Rohölpreis gab. Das waren in aller Regel immer auch weltweit agierende Rezessionen. Die haben dann Druck nach unten gebracht und das war der Punkt. Und das war im Endeffekt auch immer der ausschlaggebende Faktor. Wenn solche weltweiten Rezessionen dann mal zu Ende gegangen sind, hat das dann häufig zu nachhaltigen Kursanstiegen geführt. Und das ist, schlägt jetzt natürlich ganz genau in das Kontor. Wir hatten ja durch Covid-19 ähm, das Thema der Rezession auch erst auf der Uhr. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir nun eine Erholung bekommen, spricht das ganz klar für die wirtschaftliche Erholung. Und das spricht dann zumindest kurzfristig auch ganz klar dafür, dass der Ölpreis weiterhin deutliches Wachstumspotenzial zur Oberseite hat. Also, wenn wir uns das hier mal anschauen wollen, in diesem ganz, ganz großen Bild im Monatschart, ist erstmal wichtig, was passiert hier oben ähm, um die Marke von 64 bis 66, 67 bzw. Hier im ganz großen Chartzyklus, das sind ja die Dinge, die die ganz großen Investoren auch immer noch mit anschauen, auf der Chartseite, also die Spekulanten sozusagen, hier an dieser Stelle. Das ist natürlich hier ein Abwärtstrend, den wir haben. Und dieser Abwärtstrend läuft mal bis zum Zwischenhoch um die Marke von 76. Also hier wird es jetzt wirklich spannend, was passiert um den Drehbereich. Ich nachher jetzt mal fest im Median. Bei, 75, äh bei 65 schieben wir da drüber. Nächstes Anlaufpunkt hier oben um die 76 mit Blick aufs WTI. Das heißt, das wäre mal ganz klar das Spiel pro Zyklus auf der Long-Seite. So, das ist ganz klar zu sehen. Jetzt komme ich aber zu einem anderen Punkt, der in meinen Augen auch sehr, sehr wichtig ist. Denn ähm, es war auch immer so gewesen dass in diesen Phasen, äh, wo der Preis für das Öl sehr stark angestiegen ist, der US-Dollar auch sehr stark abverkauft wurde. So, das heißt, dass der US-Dollar sehr, sehr schwach geworden ist. Und da ist jetzt erstmals etwas zu sehen, ähm, was mich persönlich zu der Annahme bringt, dass es diesmal anders sein könnte. Und bitte mich hier nicht falsch verstehen. Ich bin nicht blind. Mir ist wohl bewusst, dass wir einen starken Aufwärtstrend im US-Dollar haben, äh, beziehungsweise im Öl haben. Und ich bin auch der Meinung, das wird sich auch noch fortsetzen, weil der Trend halt einfach da ist. So. Aber es gibt momentan einfach ein paar Dinge, die nicht mehr einfach so in dieses Cluster passen, wie es hier gewesen ist. Dass man sagt, dass man es einfach macht, die Rohölpreise steigen, weil wir Aufschwung in der Wirtschaft haben und weil der US-Dollar schwächelt. Das sind zwei wichtige Punkte. Ähm, das Thema Inflation natürlich ebenfalls noch mit reinzunehmen. Momentan sehe ich das Bild allerdings ein bisschen anders, denn ähm, wenn wir uns das mal anschauen, äh, hier an dieser, an, dieser, an dieser Stelle auch mal mit dem Blick in das, in das große Bild quasi, hier im Euro äh, bzw. im US-Dollar, der Bereich hier unten, um die, sage ich mal, 88 bis 90, ähm, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den wir hier an dieser Stelle haben, äh, wo man einfach sehen muss, wie es hier im großen Bild weitergehen kann. Und hier ist längst noch keine Entscheidung getroffen. Also, das heißt, dass Fortsetzung, die Fortsetzung der US-Dollar-Schwäche, was ja ein Pro-Argument für die steigenden Kurse im Öl ist, Dazu müssten wir ganz klar hier das Tief fortsetzen, also unter die 88,25 fallen und den Abwärtstrend hier auf großer Basis massiv nach unten drücken. Ja, also das heißt hier an dieser Stelle, wenn man das mal einfach so sehen will, äh, hier, schaut mal, hier ging es nach unten, hier ging es nach oben, Moment, da. Und jetzt, wenn wir jetzt hier unten drunter fallen würden, hätten wir dann den Abwärtstrend. Der ist aber noch nicht da. Wir haben momentan eher ganz klar und ganz, ganz klassisch das Thema, dass wir eine Unterstützung unten drinnen haben. Und das ist halt hier dieser Bereich um die, naja, knappe 90. Da ist hier noch längst nicht ausgemacht, was hier wichtig ist. Also an dieser Stelle ist das Argument noch nicht so tragfähig, dass wir tatsächlich einen massiven Abverkauf im US-Dollar sehen. Denn wir müssen sehen. Dass sich die, die Welt ein bisschen verändert hat. Das heißt, die Frage ist jetzt tatsächlich: Wird denn der jetzige wirtschaftliche Aufschwung ähm, genauso sein wie die historischen Aufschwünge? Und da bin ich persönlich der Meinung definitiv nein. Ja, fundamental. Bitte immer auf die Charts schauen, aber fundamental bin ich hier einer komplett anderen Meinung, denn in den gesamten letzten Zyklen, die wir hier haben, ähm, hat die gesamte Weltgemeinschaft noch nicht so stark auf das Thema Umwelt geschaut. Ja? Es gab zwar, wenn wir uns beispielsweise mal die Automobilindustrie auch anschauen, immer wieder neue äh, sag ich mal, Regeln für die, äh, für die, für die Gestaltung von, äh, von Abgasregeln und so weiter und so fort. Aber wir sind jetzt, Fridays for Future lässt grüßen, in der Situation, dass man doch erkannt hat, dass das Thema Klimawandel eine extrem große Rolle spielt und dass man auch die weltweiten Regierungen, ich möchte da mal die Emerging Markets noch so ein kleines bisschen ausnehmen, da stecke ich nicht tief genug in der Materie drinne, ob die sich wirklich sagen, mm, uns ist das wurscht, wir ballern weiter Geld in die alten Industrien rein, uns ist egal, was mit der Wirtschaft wird, uns ist egal, was mit der, mit der Umwelt ist. Da bin ich mir nicht so sicher, ähm, denn die Hilfszahlungen werden mittlerweile auch immer wieder an solche Bedingungen geknöpft, dass man auch, äh, sag ich mal, an die Umwelt denkt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ähm, China. Ganz, ganz deutlich, die sind sich bewusst, welche Probleme die quasi mit den ganzen Verbrennungssachen haben. Die haben eine sehr, sehr restriktive Politik, auch im Autobereich. Das Thema E-Auto spielt da eine extrem große Rolle. Und das wird sich auch in die Wirtschaft umsetzen und auch langfristig auswirken. Das ist das Erste. China. Das Zweite, in Europa, wir haben es mitbekommen, die Neuausrichtung der wirtschaftlichen Erholung ist ganz, ganz klar an die Neuausrichtung mit Umweltrichtlinien geknüpft. Das heißt, auch hier wird massiv gefördert, erneuerbare Energien, Ausweitung grüner Energien. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. In den USA gleiches Spiel. Biden tickt da anders als Trump. Biden sagt ganz klar, er möchte Klimaneutralität bis 2050 haben in den USA. Gut, der Mann wird das äh, als Präsident wahrscheinlich nicht äh, erleben. Ähm, aber das spielt keine Rolle. Er bringt ganz einfach Dinge ins Spiel, die die Wirtschaft verändern werden. Ja? Und da wird auch das Thema grüne ähm, Technologie eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Und etwas, das an dieser Stelle noch sehr wichtig ist, ist das Thema. Ähm, dass man sagt, man geht diesen Weg in verschiedenen Ebenen. Wir haben es äh, jetzt die letzten Tage bei Daimler in Deutschland beispielsweise als Paradebeispiel gesehen. Thema Elektromobilität. Elektromobilität ist das, was uns Privatmenschen von A nach B bringt. Das heißt, unsere Autos, die Busse und Bahnen. Das wird ein Thema sein. Da spielt das Thema der, Elektro der Elektrifizierung eine extrem große Rolle. Da kann man das auch gut umsetzen. Das passt alles. Aber im Transportwesen zum Beispiel ist man da komplett anderer Meinung. Da hat Daimler zum Beispiel auch gesagt: Da sehen die das Ganze gar nicht mit der Elektromobilität. Da kommt eher ins Spiel ähm, Biotreibstoffe oder möglicherweise ähm, ähm, andere Antriebstechnologien, äh, die allerdings äh, entsprechend noch nicht so ausgereift sind. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den auf den, auf den Namen. Ähm, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Ähm, Sei es drum. <laughs> Nichts, was mit Energie aus einer Batterie zu tun hat. Brennstoffzellen, da haben wir es. Also, ja, genau, wir bekommen es hier. Ähm, Wasserstoff, richtig, danke. Das war hier oben Knoten im Kopf. Das wird äh, wahrscheinlich eher im Transportwesen eine Rolle spielen. So, und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen. Wie das Transportwesen ausschaut, das ist natürlich auch ein extrem großer Punkt in der, im Thema saubere Energie. Und was sieht man da? Man sieht zum Beispiel in der Schifffahrt mittlerweile Forschungen, dass man die Schiffe mit grüner Energie betreiben kann. In der Lkw-Geschichte sieht man das Ganze. Man sieht das Ganze auch im äh, Bereich der Flugzeuge, dass man da forscht, mit, ähm, mit, mit Biokraftstoffen zu fahren. Und das sind alles Dinge. Da werden wir eine starke Veränderung sehen. Und diese starke Veränderung führt dazu, dass man weniger Öl braucht. Und allein dieser Faktor bringt mich persönlich halt zum Überlegen, sehen wir jetzt wirklich so einen Superzyklus, ähm, der wieder extrem lange in den nächsten zwölf Jahren stark steigende Kurse in sich trägt, oder aber wird das diesmal ein bisschen anders sein? Das ist ein Punkt zum Thema Ölverbrauch. Das ist Nummer eins. So und jetzt komme ich mal noch auf Nummer 2. Nummer 2 ist das Thema der Währungen. Und bei dem Thema äh, der Währungen, US-Dollar, ist ja ist eine sehr, sehr wichtige Währung, ist die Leitwährung in der Welt. Ich bin der Meinung, wird es auch bleiben, auch wenn da andere andere Meinung haben, aber der US-Dollar ist einfach so wichtig. Ähm, nur mal alleine für sich genommen das Thema Gold. Gold ist ja immer wieder ähm, der sichere Hafen. Ja? Und es wird ja auch immer wieder gesagt, wenn es kracht, wird Geld in Gold geschoben. Überlegt doch mal, mit was wird Gold bezahlt? Ja? Gold wird mit US-Dollar bezahlt. Und wenn ihr Gold kaufen wollt, kauft ihr das Gold, ob ihr das jetzt wollt oder nicht, unbewusst im US-Dollar. Punkt, aus die Maus, ja, und deswegen wird der US-Dollar auch weiterhin eine extrem wichtige Währung bleiben und im Notfall wird der US-Dollar auch gekauft, also wird er stark sein. Das mal das Thema Notfall. Aber ich bin auch der Meinung, wir haben durchaus gute Chancen, äh, dass sich hier äh, der US-Dollar ähm, äh, in den nächsten Monaten äh, auch weiter nach oben entwickeln kann. Wir haben die Chancen da. Warum? Warum sage ich das jetzt an dieser Stelle? Ich sage das äh, aus verschiedensten Gründen. Erstens ähm, sieht es momentan so aus, als wenn sich die US-Wirtschaft äh, besser erholen kann. Als, äh, als die europäische Wirtschaft. Ja, man hat ja den großen Abschwung vom äh, US-Dollar in den letzten Monaten auch immer damit ähm, zum Euro äh, verglichen, dass man einfach sagt, die USA sind viel schlimmer dran als die EU. Die EU kommt viel besser durch die Krise. Und das ist auch echt richtig. Das ist mit Zahlen belegbar. Ja? Die USA sind viel, viel stärker von Covid-19 betroffen, viel mehr Fallfälle und und und. Aber. Jetzt ist es so, die USA scheinen besser aus der Krise rauszukommen. Man sieht es an den Wirtschaftszahlen ähm, und äh, diese Wirtschaftszahlen, die wir hier an dieser Stelle sehen, zeigen doch so ein bisschen mehr Positives. Und wenn wir uns mal das Thema auch der Impfungen anschauen, man weiß ja, die Impfungen sind erstmal das große helle Licht am Ende des Tunnels. Und wenn die besser vorankommen, wird sich das auch deutlich besser auf die US-Wirtschaft auswirken. Und damit könnten die den Rest der Welt ähm, ein ganz Stück weit auch mit abhängen. Und das ist ein wichtiger Fakt. Das ist das erste oder das, der nächste Punkt in diese Richtung. Wir machen aber hier noch weiter. Das Thema der Zinsen. Ja, Zinsen sind ja. Weil viele sagen, Zinsen sind äh, Gift für die Börse. Das kann durchaus kommen. Äh, wenn wir jetzt mal auf die Zinsseite in den USA kurz schauen wollen, ähm, da gehe ich mal kurz hier auf, äh, die, auf, die, auf die Futures wieder drauf und dann gehen wir mal eben hier auf die ähm, Bonds. So, Leute, guckt euch mal an, was hier los ist. Ähm, wir sehen hier bei den, äh, bei den Bonds ähm, ganz, ganz klar ähm, im Bereich, schaut mal, die 30 Jahre. Moment, ich mache das Bild hier im Video mal kurz groß. Hier. Die 30jährigen Zinsen, die Renditen hier, die fallen. Wie verrückt. Ja? Also, wenn, wenn die Renditen hier fallen, heißt das, dass die Zinsen in den Anleihen steigen. Das sind 30 Jahre. Guckt euch das Ganze in den 10 Jahren an. Das fällt. Wie verrückt. Ne? Wir standen hier im Hoch im August letzten Jahres, standen wir bei 140, jetzt stehen wir noch bei 135. Das zeigt. Die Zinsen steigen, die steigen am ganz, ganz langen Ende, äh, die steigen am äh, zehnjährigen Ende und hier in den fünfjährigen ebenfalls. Wir kommen hier schon leicht Stück für Stück nach unten. Im zweijährigen noch nicht. Also man sieht, je kürzer der Zeitraum wird, äh, je weniger äh, wird das Spiel gespielt. Aber wir merken an dieser Stelle, dass wir ganz klar hier steigende Zinsen. Im Anleihemarkt sehen. So, und jetzt überlegt euch doch mal, wenn ihr in einem soliden Staat wie den USA von der Reihen von der Bonität gesehen, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, hat die USA eine sehr, sehr hohe Bonität. Und wenn ihr einfach als Investor sagt, okay, ihr könnt jetzt in Europa für die nächsten fünf Jahre Zinsen anlegen und kriegt da deutlich weniger als in den USA. Und in den USA gibt es halt deutlich mehr Zinsen. Was passiert dann? Dann fließt Geld in die USA in den Bondmarkt. Was wird gemacht? Der Euro wird in US-Dollar umgetauscht. Was passiert da? Euro wird verkauft. Wir haben also einen, 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 einen Angebotsüberhang. Und der US-Dollar wird gekauft. Dort haben wir einen Nachfrageüberhang. Was passiert? Der US-Dollar steigt. Das ist mal so ein bisschen das Bild in diese Richtung rein, was dort kommt. Was dort mit betrachtet werden muss. Und das spricht dann erst einmal ganz klar gegen die Annahme, dass wir durch die Währung, durch eine fallende Währung initiiert, deutlich steigende Rohölpreise bekommen. Wie schon gesagt, aus aktueller Sicht, wenn wir uns diesen Chart hier anschauen, das ist mal der Wochenchart, spricht überhaupt nichts dafür, dass wir bald einen deutlich steigenden US-Dollar sehen werden. Aber. Wir sind halt auch in einer wichtigen wirtschaftlichen Umschwungphase, wo noch nichts entschieden ist ähm, und hier durchaus auch das so kommen kann, dass wir tatsächlich hier eine Bodenbildung finden, wo wir nach oben streben. Und wenn wir uns mal kla alleine klassisch die letzte Korrektur hier anschauen wollen, äh, die wir hier im äh, Dollarindex haben, schaut mal, also das ist jetzt der, der Abwärtstrend, den wir hier da haben. Ich zeichne nur mal kurz den letzten Schub hier ein. Und das ist die korrektive Phase, die wir jetzt hier haben. Ne? Grob. Die kann sich durchaus bis 92 ausweiten, beziehungsweise ohne weiteres auch hier oben bis in den Bereich um die 75, äh 95 reinlaufen. Das nächstgrößere Kurslevel wäre dann hier oben, wo steht Next Stop, um die 96. Heißt also, da ist verdammt viel drinnen und das ist jetzt halt der Punkt, diese große, große Umschwungphase, die wir hier so haben. Das kann durchaus dazu führen, dass wir eine Ausladung im US-Dollar nach oben hin sehen. Ne? Und wenn wir uns den Tag mal anschauen, so eine Wendephase, die kommen immer vom Kleinen ins Größere. Ja? Das heißt, den großen Wochentrend, den werden wir erst viel, viel später sehen. Was wir aber schon sehen, ist hier äh, in, diesem, in diesem Kontext zur Trendbasierung, dass wir ähm, in äh, dem Tageschart durchaus schon einen Aufwärtstrend haben. Nämlich der ist hier. Schaut mal, erste Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt haben wir hier eine Korrektur. Und damit sehen wir auch, wir haben hier in diesem Bereich um die 90 ein wichtiges Auffanglevel. Und da ist jetzt die Frage, was draus wird. Und ganz klar ist hier, ist noch keine Entscheidung gefallen. Aus diesem Ding kann eine SKS werden. Hier, die sieht dann so aus. Und bei der SKS, das Problem einer SKS ist halt, dass man das erst mitbekommt, dass es wirklich eine ist, wenn das abverkauft wird. Das heißt, sollten wir hier Kurse ähm, unterhalb von 90 sehen, wäre das der Triggerpunkt der SKS und das wäre dann ganz klar die Abwärtssequenz, dass wir eine Umkehr für die größere Richtung bekommen und das war es dann mit der Korrektur raus und wenn wir das da mal sehen und alleine das spiegeln hier, wir sind von 90 auf 91,50 gestiegen ziehen wir das von der 90 ab, stehen wir bei 8850, das heißt, das Kursziel aus dieser SKS heraus würde uns mal hier in die 8850 unten reinbringen und das würde dann sozusagen den Markt nach unten bringen, aber und selbst das Bild, ich gehe noch mal kurz hier, Moment, in die Woche rein, selbst wenn das kommen würde, ja, 8850. Schaut mal, das ist hier unten. Das ist immer noch der Auffangbereich, den wir hier haben. Das heißt immer noch nicht, dass wir hier einen weiteren massiven Abwärtsschub im Dollar bekommen. Und das ist das, das ist die starke Umkehrphase. Und das muss erstmal alles ineinander greifen, dieses Bild dort entsprechend rund machen und rund werden. Und das sind dann die wichtigen Faktoren, die wir brauchen, um einen nachhaltigen Umschwung zu bekommen. Und deswegen das Fundamentale, da ist... Einiges da, wo wir sagen, okay, das passt genau ins Bild beim Öl einer langfristigen Aufwärtsdekade, die wir jetzt erstmal vor uns haben, oder der Zyklus von zwölf Jahren. Aber es gibt momentan halt auch starke Argumente dafür, dass es anders kommt. Und das bitte ich einfach, deswegen habe ich das heute Morgen mal etwas ausführlicher besprochen, das Thema bitte ich ganz klar mit im Hinterkopf zu behalten, was hier so kommen kann und was da wichtig ist. Und das Thema Inflation, das spielt halt auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und darüber werde ich in einem der nächsten Freitagssessions sessions nochmal ein bisschen mehr ausführlicher sprechen, was das Thema Inflation ist. Äh, weil momentan, ich sag's mal so, wie es salopp wie es ist, wird ja die Inflationssau doch heftig durchs Dorf getrieben. Ähm, auch das sehe ich persönlich aus meinen Erfahrungen ein bisschen anders. Das wird medial meiner Meinung nach ein bisschen aufgepusht. Aber die Gründe dafür ähm, werde ich an späterer Stelle entsprechend auch nochmal erläutern. Also, das wäre es dazu. Ähm, ich werde hier gerade noch gefragt, ob ich die E-Mail-Adresse mal kurz noch äh, posten kann, die man nicht persönlich erreichen kann. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Äh, das ist die info.investorschule.de. Habe ich jetzt einfach mal äh, gepostet. Also wer mich hier ähm, separat auch mal äh, kontaktieren möchte, sehr, sehr gerne einfach ähm, die E-Mail schreiben. Ich packe das auch gleich mal noch hier äh, in, den, in, den, in den Chatverlauf mit rein. So da haben wir Also, wer da Fragen hat, auch zu dem, äh, zu dem Tool, was wir hier benutzen, ähm, oder zum Thema Ausbildung ähm, oder Forex-Broker mit, mit Tickmill hier zusammen, auch in Richtung Futures, einfach gerne auf mich zukommen, mit mir in Kontakt treten ähm, und dann äh, kommen wir hier entsprechend auch zusammen. Gut, dann hätten wir quasi hier einen großen Rundumschlag gemacht. Ist heute wieder etwas länger geworden. Ich hoffe, ähm, das Ganze war nicht zu so tragisch. Es war trotzdem kurzweilig. Ähm, ich sage für den heutigen Handelstag ähm, allen ein erfolgreiches Trading, ein erfolgreiches Trading. Händchen, bitte wie immer, Plan machen, Plan treten, dann wird das laufen und der Markt wird entscheiden, wie das Ganze dann endet. In diesem Sinne, bis dahin, bleiben Sie gesund, entspanntes Wochenende und bis Montag um 8.30 Uhr live hier bei Tickmill auf Zoom beziehungsweise dem direkten Feed in Facebook, Tickmill Deutsch. Bis dahin, tschüss und vielen Dank.